Hallo, ganz herzlich willkommen im Haus mit dem Rosensofa. Karin hat mich gefragt, ob ich nicht mal Taschelli nähen kann. Das ist ein Schnittmuster, das gibt es über die Firma Farbenmix. Das verlinke ich euch unten in der Infobox. Und vielleicht will das der ein oder andere auch nähen und weiß nicht so recht, wie es funktioniert. Und deswegen zeige ich euch das jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß damit. So, hier seht ihr, was ihr braucht. Das ist das Schnittmuster. Das sind nur vier Teile, die braucht man nicht mal zusammenkleben. Also das ist tatsächlich einfach nur auszuschneiden und dann zu benutzen. Ihr braucht das als Außenstoff, das ist mein Innenstoff, dieser Zeitungsbedruckte. Dann braucht ihr Flieselina H250, einen Reißverschluss, Flieselina H640 und ich benutze einen Druckknopf. Ihr könnt auch Klettband nehmen. Ja, alles zuschneiden, wie es in der Anleitung steht. Und dann wird das Vlies aufgebügelt. Hier ist es klar, es gibt nur ein Stück großes, also einmal hier drauf bügeln. Und wenn ihr, also wenn ihr die Tasche, also das ist nachher meine Außenseite, so sieht das aus. Und wenn ihr jetzt nicht dieses Muster da wieder haben möchtet, sondern den Innenstoff quasi, dass es so aussieht, dann müsst ihr da drauf die Flieseline bügeln. Also ich bügele mir das jetzt einmal hier drauf und einmal hier drauf. Und das kommt auf meinen Außenstoff, auf den großen. Ja, achso, und den kleinen Verschluss, da wird das auch einmal drauf gebügelt. Und ihr bügelt wie immer die glänzende Seite von der Flieseline auf die linke Seite, auf die nicht so schöne Seite vom Stoff. Und bei dem Volumenvlies ist das die Seite, die leicht genoppt ist, wenn ihr welches genommen habt, was man aufbügeln kann. Das sind Klebepünktchen. So, als erstes, also ein Stück habe ich bebügelt, ein Stück ist unbebügelt. Als erstes nähe ich mir diesen Verschluss zusammen. Wenn ihr, wie ich, ein Campsnap benutzt, dann braucht ihr da jetzt noch gar nichts machen. Wenn ihr, also ein Druckknopf, wenn ihr Klettband nehmen möchtet, dann müsst ihr jetzt, egal auf welcher Seite, ein kleines Stück Klettband hier auf einem Stück befestigen. Danach werden die rechts auf rechts zusammengelegt, also festnähen das Klettband, ne? Dann werden die rechts auf rechts zusammengelegt und einmal, dann wird hier einmal rumgenäht mit einem geraden Stich. Diese Seite hier bleibt offen. Sieht dann so aus. Jetzt die Nahtzugaben zurückschneiden. Und da, wo das größere Teil anfängt, die Rundung, möglichst bis an die Naht einmal ran. So wie hier. Jetzt wenden. Sieht jetzt so aus, das ist ein ganz dicker Stoff, ähnlich wie Möbelbezugsstoff. Der hält das hier am Rand nicht so gut. Also wenn ihr normale Baumwolle habt, dann ist das kein Problem. Ich habe das schon mit normaler Baumwolle genäht, aber bei diesem Stoff ist es schwierig. Nun verschwindet das obere Teil sowieso nachher in der Taschennaht, von daher ist es mir jetzt nicht so wichtig, wie es hier oben aussieht. Was ihr jetzt machen könnt, ist, ihr könnt hier einmal knappkantig drumherum nähen. Ihr könnt es auch lassen. So, jetzt habe ich da einmal drumherum genäht und habe schief genäht und das stört mich jetzt doch. Also, der Stoff ist tatsächlich nicht so geeignet. Das ist rappelt hier auf und deswegen mache ich das jetzt nochmal aus dem dünnen Baumwollstoff neu. Also, dies mache ich nochmal neu und melde mich dann gleich zurück. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich hätte jetzt nicht mehr dran gedacht. Ich habe nämlich noch eins versaut. Also, das ist jetzt mein vierter Versuch. Okay, aber der ist gut, den nehme ich so. Also man darf auch die, die Nahtzugaben nicht zu weit zurückschneiden, sonst bricht man hier unten irgendwo wieder durch. Zumindest ist mir das gerade nochmal passiert. Aber dieser ist dafür ja nahezu perfekt und da freue ich mich drüber. Den lege ich jetzt erstmal beiseite. So, jetzt geht es weiter mit Schnittteil 3. Das ist dieses, was zur Hälfte bebügelt ist. Das wird einfach oben zusammengefaltet. Und hier einmal quer abgesteppt. Sieht dann so aus. Könnt ihr auch erstmal zur Seite legen. So, jetzt braucht ihr Schnittteil 2. Das ist bei mir eben dieses. Und ich habe jetzt eben meinen Innenstoff da drauf gebügelt. Das ist das genommen. Das ist das, was bebügelt ist, das Stück. Und da wird auf die rechte Seite, ja, ist ungewöhnlich, aber macht Sinn.
weil man das ja abnähen muss auf dieser Seite. Da wird jetzt der Reißverschlussschlitz eingezeichnet. So. Und da wird jetzt einmal drumherum genäht, um das eingezeichnete Rechteck möglichst nicht über die Markierung nähen. So sieht das jetzt aus. Jetzt wird der Schlitz geöffnet. Dazu falte ich mir das einmal zusammen. Mache erstmal einen kleinen Schnitt in der Mitte. Schneide dann bis ungefähr einen halben Zentimeter vor den Rand. Und am Ende jeweils in die Ecke. Da müsst ihr auch ziemlich dicht ran, weil wir nämlich hier keinen Stoff durchziehen zur anderen Seite, sondern das nur umbügeln. Und wenn man nicht ganz dicht ran schneidet, dann wird das Rechteck kein richtiges Rechteck, dann kriegt es runde Ecken. So sieht es aus. Der Stoff wird jetzt zur anderen Seite durchgedrückt, bis zur Naht falten und dann schön festbügeln und eben auch in den Ecken. Schön nach hinten falten und festbügeln. Sieht dann von vorne so aus und von hinten so. Und in diesem Fall braucht ihr jetzt wirklich, beziehungsweise wenn ihr es gut gebügelt habt, könnt ihr den Reißverschluss auch mit Stecknadeln feststecken. Aber tatsächlich sieht sie so ein Klebeband, so ein doppelseitiges vor. Das gibt es von Farbenmix, heißt da Stylefix. Ist kostengünstiger als das entsprechende Wondertape von Prim oder Prüm. Dies ist das von Prim. Ich sag mal Prim. Vielleicht sollte ich da mal nachfragen, wie die sich aussprechen. Das klebt dann natürlich gleich die über die Kanten mit fest. Also, oben und unten mache ich mir so ein Klebeband hin. Ich mir dann den Reißverschluss auf den Tisch. Und jetzt lege ich mir das von dieser Seite da drauf. Dann weiß ich genau, das liegt richtig in der Mitte. So, das passt. Jetzt muss ich das hier nur noch einmal hochnehmen und den Zipper natürlich in die Mitte bewegen, sonst kann ich ihn ja nachher nicht benutzen. So, und jetzt wird er einmal drumherum genäht, ganz knappkantig mit dem Reißverschlussfuß hier einmal drumherum nähen. Irgendwann kommt der Zipper. Füßchen Nadel im Stoff lassen, Füßchen hochheben, Zipper aufziehen und dabei so ein bisschen den Stoff drehen. Und dann kommt man am Fuß vorbei. Und dann kann man weiter nähen. Und ich nähe an den kurzen Enden immer einmal hin und zurück. Das Reißverschlussfüßchen kann erstmal weg. Ihr habt das Reißverschlussteil, nehmt das zweite Teil dazu und legt das mit der linken Seite auf die rechte Seite von dem Täschchen. Also das ist ja unsere rechte Seite. Hier ist es schlecht ersichtlich. Das ist meine schöne Seite. Also die schöne Seite von dem Stoff obendrauf packen. Links auf rechts heißt das dann. Hier oben schön, dass es passt. Ich stecke mir das ein bisschen zusammen. Und jetzt hier oben einmal mit einer geraden Naht quer rüber steppen. Sieht dann so aus. Mich hat tatsächlich der Zipper so ein bisschen gestört darunter, weil der verhältnismäßig groß ist. Ich habe also hier angefangen, habe den dafür bis ans andere Ende aufgezogen. Und als ich dann so weit war, habe ich ihn wieder zugemacht und habe dann weiter genäht. So kam man also eine gerade Naht zustande, was natürlich Sinn macht.
So, jetzt schneide ich mal die Fäden kurz ab. Jetzt wird es einfach nach hinten gefaltet. Wieder bis zur Naht umklappen. Schön bügeln. Und noch einmal hier oben lang steppen, damit es die Form nachher hält. Sieht jetzt so aus. Das ist die eine Seite, das ist die andere Seite. Könnt ihr auch erstmal zur Seite legen. So, wenn ihr jetzt mit Klettband gearbeitet habt, nehmt ihr euren Außenstoff. Das ist ja mein beschichteter Stoff, also wo ich das Volumenvlies festgebügelt habe. Guckt, welche Seite die richtige ist. Also, das ist etwas breiter als das Stück. An dem breiteren Stück ist nachher der Verschluss angebracht. Das heißt, auf dieser Seite muss das Gegenstück vom Klettband angebracht werden. Tatsächlich schreibt sie nicht genau wo. Auf dem Bild ist es ungefähr einen halben Zentimeter vom Rand weg. Also mittig, einen halben Zentimeter vom Rand weg, denke ich, wird jetzt das Gegenstück vom Klettband festgenäht. Wenn ihr es wie ich macht, mit so einem Druckverschluss, dann machen wir das Ganze zum Schluss durchs Futter durch. So, das ist also mein Teil 1. Hier oben soll die Lasche hin. Ich packe jetzt hier drauf, gar nicht wahr, ich nehme das Futter von Teil 1. Das ist nämlich dieses Teil. Also ihr nehmt das unbebügelte Stück Futterstoff von Teil 1, das große Ende nach oben. Darauf wird gelegt die Tasche, die keinen Reißverschluss hat. So, dass das hier mit der Mitte abschließt. Darauf wird gelegt unser Reißverschlusstischchen. Schließt hier auch wunderbar ab mit dem Rand. Und da kommt jetzt unsere Lasche hin. Und dazu nehme ich mir nochmal mein Schnittmuster, lege das hier mittig auf. Oder ihr sucht euch hier vorher die Mitte und legt es dann auf. So, die Lasche stecke ich mir schon mal so ein bisschen extra fest. Jetzt wird einmal innerhalb der Nahtzugabe, die ist hier beim Schnittmuster einen halben Zentimeter ja schon mit enthalten, von der Kante einmal hier rum bis zu der Kante mit einem geraden Stich abgestippt. So sieht das jetzt aus. Ruhig mal von der anderen Seite gucken, ob ihr auch alles mit angefasst habt. Hatte ich an einer Stelle nicht, habe ich nochmal drüber genäht. Sieht man ja nachher nicht mehr. Jetzt fehlt nur noch unser Außenstoff. Das ist bei mir ja der. Das ist der mit dem Volumenvlies. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu dick ist mit meinem dicken Stoff. Also mit dünnem Stoff geht es auf jeden Fall, habe ich schon gemacht. Ihr habt diese Seite oben liegen, legt darauf die rechte Seite von eurem Außenstoff, steckt euch das fest. Und jetzt wird hier einmal außenrum genäht. Dies ist meine Seite, wo nichts drunter ist. Also hier unten ist die Lasche und der Reißverschluss und alles. Und hier oben ist ja nichts weiter drunter. Hier das ganze Stück lasse ich mir auf als Wendeöffnung. Also ruhig, so viel ihr mögt, weil es nicht mit der Hand geschlossen wird. Ich fange also hier an zu nähen, verriegel das gut, nähe also mindestens zweimal hin und her, nähe hier rum bis ungefähr dort, höre hier wieder auf und nähe hier auch nochmal zweimal hin und her. Erstens, ob ich auf der Rückseite auch wirklich alles mit drin habe, und das habe ich. Sieht gut aus. Hier ist leider die Kurve nicht ganz so gut gelungen. Da nähe ich noch einmal ein kleines Stück, also dass ich diese Kurve etwas schöner hinkriege. Da nähe ich noch einmal kurz drüber. So ist sie etwas runder, das gefällt mir besser. Jetzt könnt ihr die Nahtzugaben zurückschneiden, außer an der Wendeöffnung. Da bitte stehen lassen. Und ich lasse jetzt lieber ein bisschen mehr stehen, nach meiner Erfahrung mit dem Zumacher, da mit dem Henkel. Also das ist ganz schön viel Stoff, was hier aufeinander liegt. Und hier an der Einbuchtung quasi,
Da gehe ich etwas weiter ran an die Naht, damit sich das da auch schön hinlegt gleich. So, ich glaube, das reicht mir. Jetzt wenden. Sieht jetzt so aus bei mir. Also der Stoff ist sehr, sehr dick gewesen. Mein Außenstoff habe ich ja schon gesagt. Wenn ihr auch so dicken Stoff habt, reicht wahrscheinlich einfach Flieseline H250 oder vielleicht sogar ganz weglassen. So ist es sehr dick, puschelig, aber es macht nichts, weil sowieso nicht sehr viel drin landen wird. Jetzt schön die Ecken ausarbeiten. Ich bügel mir das jetzt nochmal und bügel dabei gleich die Nahtzugaben hier mit rein. So dass es die endgültige Form dann gleich hat. Also so und so. Ja, einmal bügeln. Sieht jetzt so aus. Ich stecke mir das hier trotzdem nochmal mit einer Nadel fest, einfach damit es auch wirklich sicher sitzt. Also die Wendeöffnung, die noch geschlossen werden muss, ne, ist klar. So, und jetzt wird es, da die Maschine das eben schon geschafft hat, wird sie es jetzt auch schaffen. Jetzt wird es von außen noch einmal ganz und gar umnäht, bis auf den Schließer hier. Den lasst ihr draußen vor, außen vor. Also, ich fange jetzt ruhig auf dem dicken Stoff an, hier einmal ganz außen rum und schließe dabei so meine Wendeöffnung. Jetzt fehlt nur noch unser Druckknopf. Ist ein ganz süßes kleines Täschchen. Also ihr habt hier ein Fach, dann gibt es hier ein Fach und dann ist hier das Reißverschlussfach. Also finde ich ganz zauberhaft. Ich könnte mir gut vorstellen, dass junge Mädchen das für Hygieneartikel, also mein Stoff ist definitiv zu dick, aber an sich ist das natürlich ein ganz süßes, reizendes Täschchen, dass man das gut für Hygieneartikel benutzt. Vielleicht für den Schulrucksack oder was man so hat. Jetzt fehlt nur noch unser Druckknopf. Den bringe ich erstmal hier in der Mitte an. Das mache ich nach Augenmaß. Das passt meistens ganz gut. So, jetzt zufalten. Oder Fäden. Druckknopf einmal durchdrücken. Da kommt dann das Gegenstück hin. Und damit ist Taschelie fertig. Also ein ganz süßes kleines Täschchen. Ich werde meiner Tochter das gleich geben. Bin mir ziemlich sicher, dass die sich echt freut darüber. Ja, ich wünsche euch viel Spaß damit. Der Link ist unten verlinkt, wollte ich gerade sagen. Also der Link steht unten in der Infobox. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.